Sieger! Arcado Studio. Dieses Spiel verwendet die automatische Speicherfunktion. Oh Junge, willkommen zu Let's Play Hell Yeah! Der Zorn des toten Kamnickels. Ein Spiel, was ich geschenkt bekommen habe auf Steam. Ich Let's Play es und ich finde es ziemlich cool. Ich habe 12 Minuten reingeguckt, ich kenne die erste Mission und weiß, was ich da machen muss. Ansonsten ist dieses Spiel hundertprozentig blind. Das heißt, wie immer, wer spoilert, der fliegt. Und damit will ich sagen, beginnen wir einfach mal ein neues Spiel. Hiermit sage ich nochmal, hey ho, let's play zu dem kleinen, aber feinen Let's Play mit dem super ein Aufzug ins Nichts. Und wo sind überhaupt meine Lakaien? Schauen sich wohl meine geklauten Bilder an. Das werde ich noch bitter bereuen. Wo sind meine königlichen Waffen? Kämpfen vermeide ich jetzt wohl besser. Wow, das war ein Leck. Es leckt, glaube ich, ab und zu mal hier bei dem PC. Das tut mir leid, das kann ich leider nicht ändern. Aber damit werden wir leben. Wie gesagt, wir spielen dieses kleine Totenkanickel. Und das Ganze gibt es bei Steam. Wie teuer das ist, weiß ich gerade nicht. Ich kann recherchieren und werde es mit einer kleinen Beschreibung, denn das mache ich ab jetzt immer. Zu jedem neuen Projekt, was ich starten werde, werde ich eine kleine Beschreibung in die YouTube-Beschreibung reintun. Und wenn alles klappt, was Lewone, der auch ziemlich gute Let's Plays macht, gesagt hat, dann werde ich dafür auch ein paar Artikel schreiben. Naja, was genau er gesagt hat, das verrate ich nicht, denn ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Ich werde gerade angeschrieben. Au. Schreibt mich bitte nicht an. Ich hoffe, er merkt es, wenn er mich, wenn ich mich antworte. Wenn ich was zocke, dann bitte nicht anschreiben. Oh, guck mal, da ist unser Freund. Hey Nestor, mein treuer Diener. Endlich ein bekanntes Gesicht. Hallo Sir. Geht es euch heute? Der Kater ist hoffentlich nicht so schlimm. Testen wir doch mal die Nüchternheit. Wisst ihr, wie man rauszoomt? Was für eine Frage. Na klar, ich bin schließlich der Prinz der Hölle. Also, wie geht das Zoomen noch gleich? Mit RB verkleinert ihr die Ansicht, Sir. Arrogant wie der Vater. Das wird ein langer Tag. Ah, verdammt. Wow. Oh yeah, fuck off you all. Okay.
Arschbacken springen. Ja, der Prinz ist nackt. Hey, was? Wer sagt das? Du bist nackt, du kannst mir nichts tun. Ich bin hinter einer Wand. Wände kann man einreißen. Genau wie dein Gesicht. Ich komme wieder. Man merkt, was für ein Humor dieses ganze Spiel hat. Ich finde es relativ lustig. Wenn es euch nicht gefällt, dann tut es mir auch leid. Dann müsst ihr halt was anderes gucken. Also ich finde dieses kleine Indie-Spiel ziemlich gelungen. Okay. Hey Nestor, hast du noch mehr nervige Kommentare, wie hier alles funktioniert? Nein, Sir. Ein Geschenk von eurem toten Vater. Ihr wisst doch von seiner Geheimliebe für das Aufmotzen von Gadgets. Bitte sag, dass ich damit Monster zu Brei schlagen kann. Will haben. Mit RT und LS könnt ihr Wände und Gegner zerstören. Zieht los, Gadgetmeister. Wie gesagt, damit erkennt man, wo der Humor hier in diesem Spiel liegt. Ich finde es sehr, sehr lustig. Und ich bin froh, dass es mir geschenkt wurde. Weil ich selber darauf wahrscheinlich nie gekommen wäre, auf so ein Spiel. Und ich kann es auch nur empfehlen. Ich bin's nur, Sir. Dürfte ich euch wohl das Radar vorstellen? Radar? Was zur Hölle soll ich denn damit anfangen? Sehe ich etwa so aus, als wollte ich sie magische Steinchen oder so sammeln? Auf dem Radar seht ihr, wo sich Monster befinden. Oh, Sir, das ist praktisch, Sir. Ja, es ist sehr praktisch. Und diese ganzen Lags, die sind gerade so ein bisschen... Eieiei! Gentlemen, start your engine. Ach, dieses Spiel, ich liebe es. Cool, ich hab den Weg frei gemacht, die Guten. Alten Höllentore leben sich an, gepeinigten Seelen, ich mag sie. Die Türen zeigen an, wie viele Monster ich befreien muss, dann öffnen sie sich öffentlich. Ja. Bis hierhin habe ich gespielt. Ein ziemlich krankes Spiel. Aber auch ein ziemlich geiles, wenn ich ehrlich sein darf. Darf es nicht berühren.
Karnickel werden Elektrizität, vertragen sich nicht. Darum kümmere ich mich besser vom...